Moin Leute und herzlich willkommen bei Wummelkoi. Heute der letzte Vlog vor Niigata, heute bei Omosako. Und da bin ich gespannt. War logischerweise auch noch nie hier. Und jetzt schaue ich mir an, was es alles so zu sehen gibt. Bis gleich. Besonders bekannt ist Omosako für seine Shiro Otsuri und Kujako. Aber auch Genmatsuba. Im ersten Becken haben wir Showa. Im zweiten Becken Shiro Otsuri, Jinrin Shiro Otsuri und Tanchio Showa. Wieder Shiro Otsuri, sind aber nicht ganz so optimal zu sehen. Das Becken ist leer. Shiro Otsuri und Jinrin Shiro Otsuri. Shiro Otsuri, soweit das Auge reicht. Während die anderen Tore selektieren, schauen wir doch mal, was es hier noch so gibt. Ein paar größere Kaliber. Das ist doch schön. Das wollte ich sehen. Kujako Shiro Otsuri. Damit ihr mal seht, wo die Reise hingeht. Tolle Tiere. Kommen wir zu den Becken, die richtig Spaß machen. Jetzt wird es schon deutlich größer. Sehr schönes Becken. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Hier ist schon richtige Kaliber.
Die Qualität der Giros ist echt herausragend. Aber auch die Kutschakos sind der Hammer. Das wird hier das Sunset-Becken sein. Er macht seinen Namen alle. Er macht seinem Namen alle Ehre. Shiro Tsuri noch und nöcher. Soweit das Auge reicht. Tolle Halle. Hier haben wir die Tosei-Aufzuchthalle. Hier werden nochmal unzählige Tosei aufgezogen. Das nächste Glashaus. Ja Leute, das war der Vlog bei Omosako. Bist du fündig geworden? Ja, zum einen wollte ich natürlich meinen Azukari-Fisch checken. Mhm. Wie geht's ihm? Gut. Sieht ganz gut aus, ne? Gedeiht. Ich glaube, waren 14 cm oder was er gemacht hat. War schon echt in Ordnung. Konnten noch 20 Tateshita selektieren. Tategoi war leider auch nichts zu machen heute, aber Tateshita konnten wir zumindest. Generell schwierig, ja. Schwierig in Japan dieses Spiel. Ja, aktuell noch. Also ja. Die Zeit kommt. Sind wir so grob Richtung April. Wird das mit den Tategoi ein bisschen besser werden, weil dann die letzten Selektionen der Züchter durch sind. Jetzt aktuell kann man schon mal froh sein, wenn man die Tateshita kriegt. Aber es haben bestätigt die Regel. Es gibt ein paar Züchter, wo man letztendlich Tategoi kriegen kann aktuell, aber Tateshita sind da jetzt aktuell eher angesagt. Ja. Wir konnten hier 20 Stück nochmal selektieren. Sind 14 Shiros, ein Kutschako und 5 Shova. Von daher, passt schon. Passt schon. Ja, Leute, alles klar. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Jetzt geht's nach Niigata. 11 Stunden Fahrt liegen vor uns und 800 Kilometer. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis denn!